Herzlichen Glückwunsch zum Landespokalsieg. Dankeschön, vielen Dank. Wie schwer war das Stück Arbeit heute? Boah, war schon eklig. Also wir wussten ja, dass Luckenwalde wirklich eine echt gute Mannschaft ist. Die haben in der Rückrunde nur 4 Punkte weniger geholt als wir. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Gott sei Dank haben sie nicht so reingefunden ins Spiel. Wir haben es dann trotzdem nicht geschafft, Fehler intensiver zu bestrafen und gehen dann mit dem 1-1 in die Halbzeit, was für uns aber klar war, dass alles noch drin ist, weil auch in den letzten Spielen hat Luckenwalde gezeigt, dass sie da ein bisschen einbrechen. Und dann haben wir die Sachen eiskalt bestraft, natürlich dann auch außergewöhnliche Tore gemacht und ich glaube auch verdient gewonnen. Sagen, tolle Mannschaftsleistung insgesamt, also auch Schabakowski bei seiner Einwechslung hat wieder neue Fehler reingebracht, Eisen und hinten, Tacklings und so weiter, aber Hottmanns 3 Tore waren schon eins schöner als das andere, oder? Ja, definitiv. Aber dennoch standen ja 11 Mann, perspektivisch sogar, glaube ich, 14 oder 15 auf dem Platz. Das zählt. Das ist das, was uns die Saison über ausgezeichnet hat. Aber für Hotti persönlich freut es uns natürlich riesig. Und ich glaube, das hat man dann bei den Jubelszenen auch gesehen, dass gerade für Hotti, dass er jeden extrem freut, dass er da 3 Buben gemacht hat. Ist das eure Stärke, die Saison, dass ihr wirklich in der Breite und in der Tiefe aufgestellt seid? Ihr könnt nachlegen? Ja, ja. Also sonst schaffst du es auch gar nicht, so eine Saison zu bestreiten und auch so gut zu bestreiten. Das hat uns die ganze Saison über ausgezeichnet. Jetzt 3 Spieltage vor Schluss auch. Schauen wir mal. Kurzer Ausblick um Daring. Habe ich mich noch nicht so mit befasst. Geht jetzt los, die Vorbereitung mit dem heutigen Tag. Schauen wir mal, was kommt. Der Präsident sagt, höchstwahrscheinlich ausverkaufte Hütte, Flutlichtspiel, eigentlich toller kann man sich kaum vorstellen von der Kulisse, oder? Ja, also es wird auch auf jeden Fall kribbeln bei jedem. Bei jedem es nicht so ist, der liebt den Fußball nicht. Freuen wir uns alle drauf, aber wir wissen auch, was wir da gewinnen können. Und ich glaube, darauf freuen wir uns am meisten. Tolles Schlusswort, Dankeschön. Schönes Wochenende.